jetzt passiert? Also es ist Wolle landen und ist spitz ins Wasser reingegangen. Und haben fast überschlagen sich einmal. Also war im Landeanflug? War im Landeanflug. Ja, war ja schon unten im Grunde genommen. Ne? Ja, und ist dann vorne wo zu spitz reingekommen und ist dann praktisch. War da wie so eine Welle, dass der da aufgeschlagen ist? Oder? Ja, eigentlich war eigentlich ein völlig glattes Wasser gewesen. Ne? Also. Sagen Sie mir Ihren Namen? Seifer Thomas. Danke. Wir gehen dann auch weg, logisch. Pressesprecher, Feuerwehr kommt raus.
Das andere war auch das schönste Wetter, ne? Mir was Neues erzählt zu den beiden Opfern? Beide tot. Ja, also nochmal ganz in einem. Ja, also jetzt habe ich ja erstmal ohne. Ja, okay. Also Herr Braun, Pressesprecher der Feuerwehr, jetzt sind es doch zwei Tote geworden. Was können Sie uns dazu sagen? Ja, sie waren ja schon ziemlich tot, deswegen mussten sie ja wiederbelebt werden und haben dann unter Wiederbelebungsmaßnahmen sie ins Krankenhaus gebracht. Dort nach circa einer Stunde dann die Meldung, dass die Ehefrau das nicht überlebt hat. Und eine halbe Stunde später dann die Meldung, dass der Mann das auch nicht überlebt. Die Feuerwehr hat das Flugzeug inzwischen auf den Ponton gehoben. Hat die Flugsicherung, also die Bundesanstalt für Flugsicherung, das so genehmigt und gesagt, macht man? Also die Feuerwehr Hamburg hat ja die Einsatzstelle an das LKA abgegeben, die dann eben Flugsicherung bzw. das Luftfahrtbundesamt benachrichtigt hat. Und hier in Absprache mit dem Luftfahrtbundesamt haben dann unsere Taucher den Strop oder die Strops unter dem Havaristen unter durchgelegt. Und dann das Flugzeug angehoben, ganz vorsichtig, und sind jetzt dabei, es hinten auf einen Ponton abzulegen. Weiß man schon, was über die Unglücksursache ist? Nein, das ist alles, es gibt sehr viel Spekulation durch den Hafen, aber deswegen wird das Flugzeug jetzt hier auch geborgen, dann wird es untersucht und dann wird es irgendwann ein Ergebnis geben, weswegen es zu diesem Absturz gekommen ist. Danke.